Hey, hast du schon einmal Karrieremann gehört? Nein, ich auch nicht. Aber Karrierefrau oft genug. Von diesen sexistischen Sprüchen gibt es viele mehr. Überleg mal. Hey, hiç kariyerist erkek diye bir şey duydunuz mu? Ben de duymadım. Ama kariyerist kadın tanımını yeterince sık duymuşsunuzdur. Bu cinsiyetçi sözlerin çok daha fazlası var. Aklınızdan bir geçirin. Einiges läuft in unserer Gesellschaft schief. Ein großes Problem ist nach wie vor Sexismus. In unserer Sprache halten sich weiterhin sexistische Begriffe, Redewendungen und Ausdrücke, mit denen Frauen weltweit konfrontiert werden. Toplumumuzda bazı şeyler ters gidiyor. Cinsiyetçilik hala büyük bir sorun olmaya devam ediyor. Dilimizde hala kadınların dünya çapında karşı karşıya kaldığı cinsiyetçi terimler, deyimler ve ifadeler var. Durch Metaphern und Redewendungen werden überholte Rollenklischees reproduziert. Während Sprüche wie "Sie ist ein ganzer Kerl" für Frauen eine Statuserhöhung bedeuten, ist die Assoziation eines Mannes mit weiblichen Eigenschaften, etwa wie "Du benimmst dich wie ein Mädchen", eine Herabsetzung. Geçici deyişler ve atasözleri basma kalıp roller ve metaforlar aracılığıyla yeniden üretiliyor. Erkek gibi kadın sözü kadınlar için bir statü artışı anlamına gelirken, bir erkeğe kız gibi davranıyorsun denmesi bir aşağılanma anlamına geliyor. Sexismus zeigt sein hässliches Gesicht in nahezu allen Kulturen, darunter in männlich dominierter Sprachweise, die oft genug auf der Straße, Arbeit und unter Familien verwendet werden. Cinsiyetçilik neredeyse tüm kültürlerde erkek ya da egemen dil üzerinden sokakta, işte ve ailevi ortamlarda çirkin yüzünü gösteriyor. Diese Sprichwörter, die von den Völkern produziert wurden und die von Mund zu Mund weitergegeben wurden, spielen eine wichtige Rolle bei der Bildung der Werte und Meinungen der Menschen. Die meisten von ihnen sind veraltet, weil sie die Werte und Gedanken der Zeit widerspiegeln, in der sie ihren Ursprung haben. Zamanında ataların ürettiği ve ağızdan ağza söylenen bu atasözleri insanların eğitiminde, değer yargılarında ve fikirlerinde önemli rol oynar. Bu sözlerin çoğu söylendikleri zamanın değer yargılarını ve düşüncelerini yansıttığı için günümüzde güncelliğini yitirmiştir. Unter ihnen gibt es die Sprichwörter, die Frauen demütigen und herabsetzen, Diskriminierung aufgrund des Geschlechts anstacheln und die Menschenrechte verletzen. Schauen wir uns nun einige dieser Sprichwörter mal an, die wir so schnell wie möglich aus unserem Gedächtnis und Wortschatz als Gesellschaft löschen müssen. Bunların arasında kadınları aşağılayan ve küçümseyen, cinsiyet ayrımcılığını kışkırtan ve insan haklarını ihlal eden atasözleri de vardır. Erkek olsun, kadın olsun, bir an önce toplum olarak hafızalarımızdan ve kelime hazinelerimizden silmemiz gereken bu atasözlerine gelin şimdi birlikte bakalım. Dişi köpek kuyruk sallamazsa, erkek köpek peşine düşmez. Oğlan doğuran övünsün, kız doğuran dövünsün. Tarlayı düz al, kadını kız al. Çocuksuz kadın meyvesiz ağaca benzer. Saç uzun, aklı kısa. Warum bist du so schlecht drauf? Hast du schon wieder deine Tage? Zengini hayırsız evlat, memuru süslü avrat batırır. Avrat var, arpa unundan aş yapar. Avrat var, buğday unundan kes yapar. Größte Ehre für das Weib ist, dass Männer durch sie geboren werden. Kadın şeytana papuçunu ters giydirir. Und wie sieht es aus bei euch mit Nachwuchs? Deine biologische Uhr tickt ja auch. Nasına bak, kızını al, kenarına bak, bezini al. Ich mag Feministinnen, besonders solche mit geilen Ärschen und prallen Brüsten. Kızı bırakırsan ya davulcuya varır ya zurna gir. Wer eine gute, verständige und schöne Frau sucht, sucht nicht nur eine, sondern drei. Elinin hamuruyla erkek işine karışma. Frauen müssen ab und zu eins auf den Hintern bekommen. Manchen gefällt's. Erkek getirmeyi, kadın getirmeyi bilmeli. Frauen am Steuer ungeheuer. Kızını dövmeyen dizini döver. Vertraue niemanden, der eine Woche bluten kann, ohne zu sterben. Es gibt drei Arten von Frauen. Die Schönen, die Intelligenten und die Mehrheit. Cinsiyetçi söylemlerinize, kadınları dışlayan ve küçümseyen atasözlerini duymaya tahammülümüz yok. Dürfen weder eure sexistischen Aussagen noch die erniedrigenden und ausgrenzenden Frauensprüche. Birlikte değiştirebiliriz. Kadın dayanışması yaşatır. Können gemeinsam verändern. Frauen soll da dit matchtar. Wer hat es? Es weiß! Jeden neuen!
oynar, biz rap yerinden oynar.